Ah, stirb, du Sau. So, zack und zack. Und du auch? Bist auch auf die Fresse. Zack. Und du auch? Gehen unsere Eiszapfen durch Wände durch? Jawohl. Durch so Fellwände gehen die durch. Oh je. Und da ist schon wieder so eine Schamanin, so eine Elende. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Zack, jetzt macht die Schamanin hier Stress. Aber die... Oh, die ist doch schon ziemlich stark. Nein! Akanthos, ich glaube an dich. Na komm! Komm! Jawoll! Ha! Es wird doch! Aber ich glaube, das hier ist ein optionales Gebiet, außer hier die Truhe. So. Zack. Zack. Zwei Gesundheitstränke wieder. Passt! Puh! Wird doch! Läuft doch wie geschnitten Brot. Hä? Müsst euch nichts bei denken, ich laber gerade ein bisschen Müll. So wie immer, sonst auch. Ackerland bei Ambrosos. Mein Stumibus hat nachgelassen. Das finde ich aber nicht nett. Ich brauche meinen Stumibus. Weil der ist voll cool. Und sehr hilfreich, wie ich gerade feststelle. Weil er einfach nur unser maximales Mana einfach ein bisschen kürzt und irgendwie nicht zeitbegrenzt ist oder so. Ist relativ... Oh Gott. Der ist relativ cool, der Stumibus. Also kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr selber Titan Quest spielt und die Meisterschaft Sturm habt, dann wählt den Stumibus, wenn ihr es nicht schon getan habt. Der ist cool und sehr nützlich. Allerdings nur, wenn ihr so einen Kampfmagier wie mich spielt. Wieso wie ich hier, mit Waffen und Zaubern. Ich weiß nicht, ob das Ding auch, ob der Stumibus auch, ja wahrscheinlich mit Bogen funktioniert er auch, aber so ist er eigentlich am coolsten, mit zwei Waffen noch. Oh je, was ist das für ein leuchtendes Auge über mir? Es ist das Auge von Sauron, das sich grün gefärbt hat. Alter, das ist echt... Ah! Hilfe! Hilfe! So, und schnell weg! Sie verfolgen mich immer noch! Aber sie dürften irgendwann gleich umkehren. Oder? Sagt mir, dass sie umkehrt. Sie kehren nicht um! Dann muss ich mich hier eben mit Tränken durchcheaten. Es klappt nicht. Okay, das war dann doch eine Nummer zu groß für mich. Ich könnte eigentlich auch mal ein paar von meinen Sachen verkaufen. Also zurück auf Namagara und was mir gerade auffällt. Es ist Nacht. Ich weiß nicht, ob ich schon was zum dynamischen Tag- und Nachtwechsel von Titan Quest erzählt habe. Vermutlich schon, aber ja, es kann auch Nacht werden. Für die, die es noch nicht wussten. Kann ich dir etwas empfehlen? Empfehlen kannst du mir nichts. Ich verkaufe die Sachen einfach mal ohne hinzusehen. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. So. Neue Sachen. Mit Rechtsklick kann man die hier so schnell kaufen. Ich drücke die ganze Zeit Rechtsklick, wenn die so... Achso, mit linker Maustaste geht das auch. Alles klar, hab nichts gesagt. Was ist das jetzt? Schildkrötenpanzer. Lebe wohl! Den tue ich mal in... Unsere Kisten sind geräumig und sicher. Ja. Da müsst ihr deine Sachen schön warm sicher. In gepolsterten Betten mit Zimmerservice und so weiter. Dort können sie sich richtig wohlfühlen. Das ist mir doch scheißegal, was mit meinen Items passiert. Hauptsache, ich krieg sie in dem Zustand, in dem ich sie eingeschickt habe, wieder. Stumibus muss wieder aktivieren und es geht weiter. Miep, das wollte ich nicht. Egal.
einfach weitergehen. Immer weiter nach Osten. Ach nee, das war was anderes. Und was ist das? Ein großer schwarzer Stein. Ein Meteor vielleicht? Sind am Ende die ganzen mythischen Kreaturen gar nicht von Göttern gemacht worden, sondern sind es alles Außerirdische? Und die Menaden sehen mal voll aus wie die Navi aus Avatar. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber es ist so. Warum sind die denn auf einmal jetzt hier? Bleiben die etwa an dem Ort, an dem sie mich getötet haben, wenn sie mich töten? Schön, dass ich das auch mal... Sag mal, da ist doch schon wieder so eine blöde Menadenschamanin. Oder der hat das gemacht. Das kann auch sein. Töte ihn! Jawoll! Und wieder das grüne Auge von Sauron. Ohne Scheiß, was ist denn das? Warte, ich lese das mal eben vor. Okay, es ist weg. Nee, es ist wieder da. Beutestudium. Durch das Beobachten von Beute... Ach, scheiß drauf. Oh, warum bin ich denn so langsam? Mach gefälligst inne, du Lahmarsch! Du lässt dich doch von so ein paar Pferdemenschen nicht in die Suppe spucken. Naja gut, vielleicht tust du es doch, aber bitte tust dann woanders. Oder wann anders. Und da ist der Fette. Zack. Es wird doch, Leute. Es geht voran in Titan Quest. Langsam, aber sicher. Die dürften schon alle tot sein. Und da hinten war noch eine Truhe. Eine schöne, schöne Truhe, die von Zentauren bewacht wurde. Die ich jetzt aber alle töten werde. Eintrank und eine schützende Kette. Das sieht mir wie ein optionaler Abschnitt aus. Oh Gott, jetzt gibt's auch noch größere und fiesere Wildschweine. Zack, 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 zack. Zack. Und ich warte jetzt, bis die E-Kugel hier wieder aufgeladen ist. Denn ich will die ja nicht mehr ausprobieren. Und das wollte ich auch nicht. Naja, was soll's. Ich muss mich wieder an Titan Quest gewöhnen. Na, so das und das. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass das hier wieder ein optionaler Abschnitt ist. Aber scheiß drauf, wir brauchen die Erfahrung. Und solange die Feinde nicht übermächtig sind, werde ich sie alle besiegen. Denn um der Götter willen, wir brauchen die Erfahrung. Ohne Witz, wir brauchen sie wirklich. Ich komme zwar jetzt gut voran, aber wir brauchen die verdammte Erfahrung. Und Geld brauchen wir auch. Na gut, Geld kriegen wir sowieso. Und was ich gerade sehe, da ist eine. Ich glaube, wir haben doch... Ey, oh mein Gott. Geht doch nicht gleich so ab. Ich glaube, das endet wieder mit unserem Tod, Leute. Wenn ich mir das so ansehe... Nein! Ah! Leute! Hilfe! Hilfe! Ah! Alter! Boah! Bin ich gerade angepisst, ey. Diese dreckigen kleinen Zentauren und ihre dreckigen kleinen Wildschweine. Und der hat seinen Stern verloren.
Was mich am meisten am Sterben ankotzt, sind die ewig langen Laufwege, die ich jetzt wieder zurücklegen muss, um wieder dorthin zu kommen, wo ich dank einer elenden kleinen Überzahl gestorben bin, was absolut nicht vorhersehbar und vollkommen fies und unfair war. Und deshalb bin ich gerade absolut angepisst. Und nicht mal die unglaublich erotisch hier liegenden Menaden können mich wieder aufmuntern. Und der Frosch, der da gerade lang gehüpft ist, auch nicht. Aber was mich aufmunternd, ist der Spieler. Alter! Warum sind die denn wieder hier? Ich hab die doch getötet, oder nicht? Oder bin ich einen anderen Weg gegangen? Zack und zack und zack. Egal. Hauptsache Erfahrung. Eine Truhe habe ich auch. Sag mal, was bin ich denn für ein Schlons? In Wahrheit bin ich absichtlich gestorben, um mir die Sachen noch einzusammeln. So sieht's nämlich aus. Okay, hier bin ich wieder auf dem Ackerland und laufe durch das schöne Weizen. Oder was auch immer das für ein Getreide ist. So, hier sind die blöden Zentauren. Alleine sind die ja kein Problem. Alleine sind die nett. Auch für Partys sehr gut geeignet, diese Viecher. Sie sind liebensfreundlich. Du brauchst mehr Energie. Lebensfreundliche Spielgesellen. Mann! Noch mehr Wildschweinhaut. Oh, Speere. Wie gut ist meiner? 15 bis 28 plus irgendwas mit Intelligenz. Aha. Ist beides dasselbe. Nichtsdestotrotz ist es besser. Aber ich nehme weiter meine tollen Einhandwaffen, weil... Oh Gott, sag mal, wie kann es... Es gibt doch nie im Leben so fette Wildschweine! Du brauchst mehr Energie. Ah! Ich meine, doch, irgendwo auf der Welt gibt es bestimmt so fette Wildschweine. Oder im Mittelalter, da gab es die bestimmt auch so fett, aber... Das ist doch schon leicht übertrieben, dass ein Wildschwein so dick ist wie ein Pferd. Um Gottes Willen. Was soll denn das? Und die geben noch nicht mal angemessene Erfahrung. Naja gut, vielleicht ein bisschen. Ich mach die hier erst zu Ende. Denn ich denke, das Weizenfeld hört irgendwo da hinten auf und ich will diese Gebiete abgeschlossen haben. Ich will sie abgeschlossen haben. Und die Wildschweine geben doch recht humane Erfahrung. Und die Aaskränen, die gehen mittlerweile tot wie Butter. Oh, das Wildschwein ist schon ein bisschen stärker. Aber nichtsdestotrotz hat es uns nichts entgegenzusetzen. Gut, aber mit unserem Geld sieht's gut aus. Sogar sehr gut. Jetzt kommen die hier gleich auch alle angerannt. Sie vermöbelt werden wollen. Und wir wollen ihnen diesen Gefallen natürlich tun. Ja, aber wenn ich dieser Mensch wäre, ich würde mich nicht so einfach mit Wildschweinen anlegen, Energie, die mal ebenso groß wie ein Pferd sind. Magische Fähigkeiten und scharfe Waffen hin oder her. Das Vieh rammt dich einmal mit seinen Stoßzähnen, dann ist das weg, noch bevor du zum Schlag ausgeholt hast. Aber gut, zum Held sein muss man, glaube ich, auch geboren sein. Nein, muss man nicht. Jeder kann ein Held sein, Leute. Merkt euch das. Wir wollen diese moralische Botschaft verbreiten. Damit sich alle an ihr ein Beispiel nehmen. Alle können Helden werden. Das ist ziemlich schnulzig. Ich höre jetzt auf damit und verprügel weiter Wildschweine.
Oh, ein Knochenhaufen. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Getreide. Also momentan habe ich echt keine Probleme mit den Viechern. Sie geben relativ gute Erfahrung. Das passt. Schon fast wieder, was heißt schon, mehr als ein Drittel des Erfahrungsbalkens ist wieder voll. Perfekt, so kann es weitergehen. Es läuft doch. Wieder, zum Glück.